Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir befinden uns hier immer noch auf der Costa del Mar, so heißt nämlich die Insel. Was haben wir denn hier? Benzin, vielen Dank. Ich höre wieder coole Musik hier in dem Camp, was wir eingenommen haben. Ich glaube, das ist diese... Wer war denn da am Rutschen? Wo sind wir eigentlich hier? Ich weiß, das haben wir eingenommen beim letzten Mal. Ach, die Wetterstation. Ja, genau, das war es. Die Wetterstation. Wir waren eigentlich auf dem Weg hierhin. Zur Flugabwehranlage Gamma. Und das ist unser nächstes Ziel. Nachdem ich mit dir geredet habe. Ich will mit dir reden. Genau, deswegen bin ich hier. Was machst du? Danny, ein Deserteur hat uns von einem Konvoi erzählt, der bei der Bahia de las Sirenas unterwegs ist. Er meint, sie betteln geradezu darum, überfallen zu werden. Danke dir. FND-Konvoi. Neues militärisches Ziel aufgedeckt. Vielen Dank, mein Freund. Genau das ist, was ich brauche. Na du? Hoffentlich machst du Antons Leben zur Hölle. Das ist der Plan. Das ist der Plan, meine Liebe. So, wir machen uns auf den Weg. Wir sollten nicht den Heli nehmen, weil wir sind hier genau in der Zone der dieses Flakgeschütz. Wir werden direkt vom Himmel geschossen wahrscheinlich. Deswegen gehen wir lieber zu Fuß. Und zwar in diese Richtung, nachdem ich das Benzin hier aufgenommen habe. So lang ist es nicht, es sind 300 Meter ungefähr. Ich würde trotzdem gerne unser Auto rufen. Ja, guck mal, was da hinten kommt. Ja, ich komme ja schon. Warum kommst du nicht hier an die Straße, Mann? Hola. Hola. Hier kommst du an dein Ziel. Sí, señor. Muchas gracias. Darf ich hier? Ja, danke. So. Und ab dafür. Ja, genau so. Singt er jetzt selber mit? Tatsächlich, oder? Ist ja geil. Wir müssen rechts lang. Oh ja. Wir sind nicht gerade der beste Autofahrer, aber das ist eine Sperrzone, sehe ich hier gerade. Du versteckst dich nicht. Sind hier noch ein paar üble Geschurken unterwegs. Ach so, da ist ein Geschütz drin. Aber sind hier auch Kollegen drin? Das sieht nicht danach aus. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich möchte schon gerne schleichen, aber die sehen mich sofort, wenn ich hier lang gehe. Vielleicht auch nicht. Unbefugtes Betreten. Ich will ein bisschen durchs Gebüsch, durchs Geäst. Pass bloß auf, Danny. Ja, ja. Ich bin ja schon dabei. Die dreht sich ja nicht um, ne? Einfach so, ohne Grund. Das ist jetzt hier eine Stealth-Mission. Guck mal hier. Ciao. Jede Menge Spaß, würde ich sagen. So, du hast da unten nichts mitbekommen. Gefällt mir gut. Wir könnten natürlich das Geschütz nehmen und sie abballern, aber das wäre ein bisschen laut. Nur so ein bisschen. Ich will das hier am liebsten im Stealth machen. Als Schleicherfreund. Und hier haben wir sogar schon Mörser geschützt. Alter, die sind hier gut ausgestattet, aber absolut machtlos gegen uns. So, wir sind schon da. Ich sehe auf der Map, da ist schon unser Ziel. Schauen wir mal, ob hier noch ein paar böse Buben sind. Ich sehe hier niemanden. Ja, da ist das Geschütz. Aber wie viele Soldaten sind denn hier noch? Oh, guck mal, da hinten ist Uranium. Ja, geil. Willst du mir jetzt sagen, hier sind keine Soldaten mehr? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber anscheinend ist es so. Die beiden Soldaten haben dieses Flakgeschütz hier beschützt. Okay, ich meine, ja. Ich nehme mal die Teile mit. Kann man hier, kann man nicht, ne? Kann man nicht zerstören. Ich nehme ja erstmal das Uranium mit, weil das ist sehr wichtig. Uran, nicht Uranium. Es ist einfach nur Uran. Ich muss mal wieder übertreiben. Eine Karte.
Besuche Juans Büro oder einen seiner Waffenhändler, um eine Supreme oder eine Improvas zu erhalten. Ich weiß. FND-Depots haben wir jetzt aufgedeckt. Finde ich gut. Ich fülle gerade meine Munition auf und schnapp mir die ganzen Teile hier. Aber sonst ist hier nichts, ne? Also das ist schon ein bisschen trostlos. Traurig eigentlich. Benzin nehme ich auch noch mit. Reicht da so eine Dynamitstange eigentlich? Probieren wir es mal aus. Das reicht nicht. Vielleicht so? So reicht es. Luftraum befreit. Freunde, das ging ja zügiger, als ich dachte. Also wirklich viel, viel zügiger. Immer Wurfmesser. Ey, das war ja voll läppsch. Also jetzt mal ernsthaft. Das war ja nix. Was ist da unten eigentlich? Oh, da geh ich mal hin. Anton ist wieder am Labern. Labert wieder vor sich hin. Kann er gerne machen. So, was haben wir denn hier für einen kleinen Bunker? Hallo. Was gibt's hier? Nichts. Noch sehe ich gar nichts hier. Was ist das hier? Hier geht's einfach wieder raus. Ach nee, das geht... Ah, hier geht's in diesen anderen Bunker. In diesen anderen Bunker, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Aber auch hier gibt es einen feuchten Kehricht, wie es aussieht. Ja gut, wir könnten uns hier ans Geschütz setzen, aber ganz ehrlich. Nein. No Interesse. So, wir machen ein bisschen was für unsere Ausdauer. Hier ist sonst gar nichts. Na gut, ich meine, wenn das so ist, dann ist das so. Bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Sehr enttäuschend. So, was haben wir denn hier eigentlich? Heiße Ware. Ich habe große Pläne, verdammt große Pläne. Du musst einen Militär-Munitionstruck für mich stehlen und herbringen. Für Philibar Saga. Was ist das? Oh, das ist die Hauptstory. Oder? Ist doch die Hauptstory, oder? Müsste eigentlich. Ja gut, ich meine, wenn wir hier schon sind und hier gibt es einfach nichts anderes. Wieso soll ich das dann nicht machen, oder? Da sehe ich keinen Grund zu. Da hinten müssen wir auch noch hin. Zu Okus Abbild. Vielleicht hole ich das erstmal. Wobei, wir kommen mit Sicherheit nochmal hier hin irgendwie. Wir gehen hier hin. Zur heißen Ware. Okay, aber können wir da nicht einfach zu Fuß hin? Ich meine, das sind ja nur 100 Meter oder so. 130 Meter. Das kriegen wir auch zu Fuß hin. Da müssen wir nicht den langen Umweg machen. Um das ganze Areal herum. Feli, ich bin am Yachthafen. Egal, was passiert, fahr keine Beulen in das Baby. Was? Der Truck, mach ihn nicht kaputt. Hab ich nicht vor. Fahr, als hättest du ein großes, süßes Feli-Baby hinten drin. Hm? Ein süßes Feli-Baby, verstanden. Oh, du bringst Baby-Feli noch zum Weinen. Bring den Truck einfach nur in einem Stück nach Hause, okay, Held? Alles klar. Ja gut, aber das wird ein bisschen schwieriger als die Mission gerade eben mit dem Flak geschützt. Wären sie frei, würden diese Tiere jede Menge Unheil anrichten. Welche Tiere? Welche Tiere? Hola, Perito. Hola, Perito. Okay, aber hä, welche Tiere meinte der? Habe ich... Ach, hier. Ein Kroko. Ein Krokodil. Könnten wir mal ausprobieren, ne? Die würden ein bisschen für Unruhe sorgen. Ist hier unten noch irgendwas für uns? Sieht nicht danach aus. Na gut. Ich meine, hier sehe ich nur einen einzigen Gegner. Da ist einer, der Sniper ist da hinten. Bleib stehen. Das gibt's doch nicht. Das war er. Mist, verdammter. Das war er, okay. Ein Offizier. Das war's mit dem Offizier. Das war's mit dir. So wirklich viele sind hier nicht mehr, ne? Bleib stehen.
Es tut mir leid, Doggo. Ja, wobei, der wird keine Hilfe rufen, oder? Oh. Ich glaube, das waren alle, ne? Wird der keine Hilfe rufen? Ich glaube nicht. What? Wer war das? Oh, der Typ. Wie wäre es, wenn ich dich mal befreie hier, Kollege? Was passiert dann? Oh, Hundi, ich wollte dich nicht umbringen. Den haben wir richtig schön erwischt. Ich will nichts mit dir anfangen, Kropo. Ich hau ab. Okay. Oh, Moment, da ist. Ah, ich sehe es gerade. Er ist ein Ausrufezeichen. Okay, schick ihn direkt in meine liebevolle Umarmung. Mhm. Aber lass dich nicht verarschen. Sei eine Katze in der Nacht. Natürlich. Eine geschmeidige, sexy Katze. Ich kann eher was mit Hunden anfangen. Geht Chorizo auch so. Aber manchmal vergisst er das. Mhm. Okay, wir sammeln mal gerade ein hier. Yaranisch Krokodil-Jagdgebiet. Cool. Finde ich gut. Nehmen wir mit. Haben wir sonst irgendwas hier? Ich sehe jetzt hier nichts. Keine Kiste, gar nichts. Außer die Kiste hier mit Munition. Liebes Kroko, du willst mir nichts tun, oder? Du willst mir nichts tun. Nein, natürlich nicht. Wo ist die Munition? Hier irgendwo, ne? Du bist nur Benzin. Aber wo ist... Da ist die Munition. Und schon haben wir wieder voll aufgeladen. Wo ist das? Hier, da ist der Truck. 100% sehe ich gerade. Der Lester darf nicht zerstört werden. Weißt du, und wir fahren ihn direkt hier an gegen die Wand. Den Dicken. Wo müssen wir denn lang? Die Musik. Sag mir doch einfach, wohin? Da? Der zeigt mir gar nichts an. Ich fahr jetzt mal raus. Da war die Palme, ne? Was ist denn mit dir? Und tschüss. Kann ich hier durchfahren? Weißt du, der Laster darf nicht zerstört werden. Wir fahren erstmal durch 10 Zäune. Wie komme ich denn da hin, Mann? Liebes Spiel, gib mir doch einen Tipp. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade langfahren, aber das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Die Musik, ey. Okay. Aus dem Weg, Mann. Aus dem Weg. Ich muss hier durch. Das ist genau der richtige Weg. Ich habe alles richtig gemacht. Das ist überhaupt nicht der richtige Weg, aber hey. Oh, da ist ein Weg. Wir fahren einfach mal hier durchs Dickicht. Und da ist die Hauptstraße. Ist ja ein Traum. Also, hier noch nicht, aber... Oder, doch, das ist die Hauptstraße. In 1,1 Kilometern sind wir da. Das ist alles. Mehr müssen wir nicht machen. Und auf dem Weg haben wir bestimmt überhaupt keinen Stress. Oh, oder? So. Wir fahren mal mit voll Karacho hier durch. Denn wir sind ein guter Fahrer. Hoffe ich. So, ist nicht mehr weit. Wir genießen auf dem Weg ein bisschen die Musik. Amore. Ja. Nicht angreifen, bitte. Aber. Fass es ja nicht. Ich hoffe, wir fahren nicht durch Kriegsgebiet oder sowas. Wir müssen einmal hier rechts. Noch was? Von 97 auf 92% runter? Oh, wir müssen hier lang. Sorry. Ich sollte öfter auf die Map gucken. Sí, una música. Ich mag die Radiosender hier. Erinnert mich so ein bisschen an GTA. Nur so ein bisschen Latino-lastiger. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das sieht gut aus. Hier weiter? Okay, und dann links. Alles klar.
Jetzt bloß nicht die Klippen runterfahren. Immer schön vorsichtig. Alles wird gut. So, hat doch gut geklappt. Ich bin ganz zufrieden. Was nu? Sekula, Sekula. Der Held kehrt zurück. Aber ja, klar. Und der Held braucht rum. Für eine Waffe haben wir das gemacht? Na okay, da sind mehrere drin. Was denn? Was denn hier? Felis Magie, Baby. Mierda, ich gehe fast drauf für Styropor? No. Weißes Gold. Weißes Schwer Gold. Zu kriegen, brennt aber echt wie Sau. Alles hat mehr als einen Zweck, Held. Okay. Sogar du. Ja, vielen Dank für das Vertrauen. Wir sind gerade in so ein Camp eingebrochen für Styropor. Weiß Bescheid. Einsatz abgeschlossen. Heiße Ware. Deswegen heißt es auch heiße Ware. Okay. Die Sniper ist mega gut. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Wo zum Henker müssen wir jetzt hin? Mhm. Wir haben hier Lola, die hat Sondereinsätze. Ja, die möchte ich gerade nicht, die Sondereinsätze. Ich schau mal gerade. Wir könnten ja mal... Ja, hier. Wie wär's hiermit? Die Legende von La Princesa. Mhm. Vielleicht sollte ich mir den Schatz mal hier anschauen. Aber was haben wir denn noch hier für... Einsätze. Die Legende von 67. Ja, Matanzas. Wer ist ein guter Junge? Chorizo. Ja, wir brauchen die... Wir brauchen Krokodilfleisch. Toll. Wir haben gerade ein Krokodil freigelassen. Ich hätte das vielleicht mal umhauen sollen. Blöd gelaufen. Egal. Vorherrschaft 3. Ja, ich gucke immer mal nach dem Rang hier. Wir haben hier Rang 3. Kontrollpunkt Colinas Planas. In 1,3 Kilometern Entfernung. Was ist denn das nächste Ziel? Am nächsten, meine ich. Das hier. Blutsbande. Espada. Verschwende keine Zeit. Komm zum Wasserturm in Remira. Wo ist das denn, wenn ich fragen darf? In welche Direction? Oder müssen wir eh hin? Das passt ja sehr gut. Das passt perfekt. Vielleicht können wir auf dem Weg auch die Kisten hier einsammeln. Fände ich ganz angenehm. Das machen wir. Libertad-Kiste gehört uns. So, was? Neue Fotos ansehen? Also. Ja, schön. Da müssen wir also hin. So machen wir es. Wir machen uns auf Levay. Was denn? Ach so. Ich dachte schon. Ja, sieht ganz gut aus, das Outfit, oder? Gefällt mir ganz gut. Kann sich sehen lassen. So, aber jetzt möchten wir raus aus dem Camp und rein ins Kriegsgebiet. Das brauchen wir gerade nicht. Ich sollte mal den Bogen ausprobieren. Machen wir beim nächsten Mal. Wenn sich die Gelegenheit bietet, natürlich nur. So, wunderschön hier. Diese Landschaft ist einfach ein Traum. Man kann hier einfach spazieren gehen, obwohl ich persönlich keine Spaziergänge mag. Aber hier im Spiel, kein Problem. Da laufe ich Kilometer. Was soll ich denn da oben sehen? Was gibt's denn da oben? Da ist eine Werkbank auf jeden Fall. Aber ich meine, auf dieser Werkbank waren wir schon mal. Oder... Was ist das eigentlich für eine Kiste hier? Ach, wir sind jetzt hier. Ja, okay, wenn wir schon da sind, dann nehmen wir die Kiste auch mit. Die ist ganz da oben. Und so kommen wir hoch. Dann nehmen wir die halt mit. Warum nicht? Alter. Aus der Armkraft einfach nur uns selber hochziehen, das ist schon ein Kraftakt. Aber für Dani, no problema. Und weiter geht's hier hoch. Immer diese perfekten Würfe, weißt du? Die Haken, die... Als hätten die einen Magnet. Und Treffer. So, wo bist du denn? Da oben. Ich denke, diesen Weg einfach entlang und schon sind wir da, oder? Oh, das sieht natürlich sehr sicher aus hier. Wer macht denn sowas? Da, was gibt's denn hier eigentlich? Die Werkbank gibt's hier. Und Medizin. Oder was? Supremo Kleber. Selbstverständlich. Ich vergaß. Okay.
Dann hätten wir das. Ja, die Sachen holen wir uns ein anderes Mal. Das ist natürlich jetzt in der falschen Richtung. Aber diese Libertad-Kiste, die hätte ich schon gerne. Und die ist genau da unten. Da können wir uns hingleiten lassen. Hoffe ich. Ich probiere es mal. Einfach mal hier so rum und dann da lang. Ah, schön. Wingsuit. Stimmt, wir haben ja noch einen Wingsuit. Wie cool ist das denn? Okay, das ist... So kommen wir ein bisschen weiter, glaube ich. Und wir sind ein bisschen schneller. Na, das war ja mal eine Punktlandung, Freunde. Absolute Punktlandung. Wer bist du? Hola. Hi. Was? Wie? Was? Schreist du hier so rum? Wo ist eigentlich die Kiste jetzt? Ja. Was ist dein Problem? Ich... Was schreist du so rum, Mann? Kennst du uns etwa nicht? Wir sind Danny. So, was haben wir denn hier Schönes? Wahrscheinlich wieder so ein Impro-Kleber. Nein, Krawallhandschuhe kriegen wir. Schön. Ja, unser Arsenal. Was sagt das denn? Krawallhandschuhe. Du richtest mehr Schaden an Luftfahrzeugen an. Ich hoffe, ich denke mal dran. Falls wir gegen einen Heli kämpfen, ist das genau das Richtige. So, schreist du nochmal rum für mich? Bitte? Hallo? Nervensäge. So, wir können hier runter, denn unter uns ist direkt eine Kiste. Ja. Und ab dafür. Da wären wir schon. Hier ist die Kiste drin. Komm ich da rein? Benötigt Schlüsselkarte vom Kontrollpunkt Asantilag Agudo. Die wir nicht haben. Mist. Kontrollpunkt? Wo ist die? Wo ist dieser Kontrollpunkt? Das ist aber nicht, ne? Ich meine, Kontrollpunkt ist ja direkt an der Straße. Von daher wird das wahrscheinlich nicht das Richtige sein. Hier. Aber wie kommen wir denn da hin? Ist das hier kein Kontrollpunkt hier? Können wir uns nicht hier ein bisschen umsehen? Vielleicht kriegen wir den Schlüssel. Hi. Na? Was machst du denn da? Wo willst du eigentlich hin? Na? Der Blick. Der weiß wahrscheinlich, was er tut. Darf ich hier rein? Darf ich nicht. Okay, eine Schlüsselkarte finden wir hier höchstwahrscheinlich nicht. Hier waren wir sogar schon, sehe ich gerade. Die Kiste ist auf jeden Fall geöffnet. Gasolinera del Paraíso. Okay. Wir haben hier einen Kollegen auf dem Pferd, glaube ich. Ja. Lassen wir den mal, oder? Machen wir aus. Ja gut, wir haben die Karte nicht. Ich hoffe, dass wir die irgendwo finden werden. Ich hoffe, das werden wir. Ich wäre da schon gerne. Was? Da ist die Kiste. Da muss ich rankommen. Was? Was war das? Hi. Na du? So, was ist... Ist das nicht so ein Ding, was wir zerstören können? Nee, ne? Ist es nicht. Wir gehen mal weiter. Scheiß drauf. Wir suchen weiter. Wir kriegen diese Schlüsselkarte noch. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da ist ein Hund. Unser nächstes Ziel dürfte da hinten sein. Ja, da ist dieser Wasserturm. Sie hat uns ja ein Foto geschickt. Was ist denn da schon wieder los? Was ist denn da schon wieder los, Freunde? Gegen wen kämpfen die denn? Das Pferd ist komplett durchgedreht. Ich ist mir ein Rätsel, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich bin nur ein Wanderer. Ich bin nur ein Wanderer, ich habe nichts Böses vor. El regalo de Yara al mundo. Natürlich. Ich glaube, wir haben unseren Zielort erreicht. Da oben müssen wir hin.
Und da ist auch schon eine wunderschöne, stabile Leiter, die wir hochklettern können. Und genau das tun wir jetzt. Ziel abgeschlossen. Das ging ja einfach. Wartest du jetzt hier oben auf uns? Oder bekommen wir Instruktionen? Sie wartet oben auf uns. Okay. Warum hast du es denn so auf den Kerl abgesehen? El Come Mierda prüft alle Tabakblätter für die Viviro-Verarbeitung. Sind die Blätter ruiniert? Ist das Krebsmedikament im Arsch? Und damit die Operation von Napoleone Begenio. Dann steht er schlecht da vor seinem alten Onkel Anton. Oh, das wird ihn nicht freuen. Was ist los? Wie willst du vorgehen? Wir legen Soldaten um, bis wir ihn finden. Und dann? Dann töten wir noch mehr Soldaten. Simpel. Gefällt mir. Guter Plan. Guter Plan. Kriegen wir bestimmt hin, oder? Ich sehe da keine Probleme, ehrlich gesagt. Wir sind hier, um Soldados umzuhauen. Aber zuerst, wir haben hier eine super Ausgangslage und können uns alles anschauen. Was gibt's denn hier Schönes? Nichts. Gar nichts. Was? Ist jetzt? Ja gut, da ist jetzt ein Scharfschütze. Aber viel mehr sehe ich jetzt nicht. Kann das sein? Da ist ein Ingenieur. Ein Ingenieur, da ist noch ein Sniper. Was ist hier oben? Nichts. Ist ja doch prädestiniert hier für einen Sniper. Also hier oben. Stattdessen stellt er sich da ganz offensichtlich hin. Selber schuld, wenn er tot ist. Ich helfe ihm nicht, ganz sicher nicht. Okay. Kommst du mit? Es ist Zeit, alle Soldaten zu töten. Seilrutsche verwenden, komm. Wie kommen wir denn hier am besten rein, wollte ich gerade sagen. Aber ich denke mal, kann man das Ding hier zerstören? Das wäre doch optimal hier, dieses Loch. Ja, aber hier kommen wir nicht durch. Schade. Wie wäre es mit dem Haupteingang? Der ist einfach geöffnet. Der ist ja einfach offen, ne? Ich würde sagen, wir probieren es mal aus. Wobei, der Sniper sieht uns natürlich, ne? Ist hier vielleicht irgendwo eine Öffnung, wo wir durchhuschen könnten? Das ist super geschützt ja alles. Also, Anton, ganz ehrlich. Schäm dich mal für diesen Quatsch, den du hier verzapfst. Unbefugtes Betreten? Ja, ist mir klar. So, der Sniper, der wird es nicht kommen sehen. Hoffe ich. Wir versuchen mal hochzukommen. Aber er muss ja auch irgendwie hochgekommen sein, ne? Von daher denke ich, das klappt. Nicht umdrehen. Ich bitte dich, dreh dich nicht um. So, ein paar Pesos haben wir. Da hinten ist der nächste Snipper. Schnappen wir uns den auch noch. Ja, der zielt, keine Ahnung, wo der hinzielt, aber der zielt auf jeden Fall in die falsche Richtung. Und sie ist immer noch da oben, ne? Wir müssen also die Drecksarbeit wieder machen. Natürlich. Oh. Da ist noch ein Sniper. Tschüss. So, ich schaue mich von hier mal noch ein bisschen um. Was denn? Ach, da ist eine Kiste. Okay, cool. Da sind auch Kisten. Da ist ein Snipper. Da oben ist aber niemand. Und da ist ein Heli. Krasser Heli. Ja gut, aber waren das alle hier? Der Sniper hat uns gesehen, ne? Na ja, 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 alles gut. Warum nicht? Aua, sorry. Ich gucke mir mal die Kiste hier an. Und hier natürlich das ganze andere Zeug. Metall, aber auch alles sehr schön.
Ich frage mich sowieso, was, wie Dani das hinbekommt, so viel Metall mit sich rumzuschleppen. So. Da hinten ist noch der Mechaniker, stimmt. Kriegen wir hin. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie drankommen. Einsammeln. 4570 T. Was ist das denn? Was war das denn für eine Waffe? What is that for a weapon, when I ask? Das ist eine... Oh, eine MG. Ein Gewehr. Schaden ist höher. Aber als was? Moment, ich will mal hier mit vergleichen. Schaden und Geschwindigkeit ist höher, alles andere ist geringer. Mhm. Höherer Schaden. Details. Mit Bedacht schießen, mittlere bis hohe Reichweite, sehr stabil, weil der Unterhebel der beste Hebel ist. Was ist das denn eigentlich für eine Mini-Waffe? Das ist aber eine Ein-Sterne-Waffe und wir haben auch eine Ein-Sterne-Waffe. Das ist auch nicht viel besser. Feuerrate ist hier etwas höher. Ich probiere die mal aus. Aber wir können nichts dran bauen, ne? Wir haben kein... Ja, das ist das Problem. Ich würde die gerne ausrüsten, aber im Moment brauchen wir eine leise Waffe. Und dafür haben wir eben unsere... mit Schalldämpfer bestückte MG. Da würde ich die auch gerne benutzen. So, ich frage mich nur, wie viele Soldados sind das denn hier noch? Tschüss! Diese eindrucksvolle Unternehmung, nur die erste von vielen, wird von den besten Wissenschaftlern Jahres genannt. Natürlich. Hier arbeiten nur die klügsten. Uiuiui! Hier sind viele Arbeitsplätze entstanden, die uns alle reich machen. Nichts von all dem hier wäre möglich ohne unseren Tabak von Weltklasse oder meine starke Vision. Eine kluge Person sagte einst: Der Westen ist die Schlagader von Yara. Die Viru, sein Blut und sein Oh oh. Oh oh. Nein, nein, nein. Eintückisch. Der Alarm ist komplett. Der hat uns zwar gesehen, aber das reicht nicht. Ich mache erstmal hier den Alarm. Ich hoffe, wir werden nicht entdeckt dabei. Komm schon, komm schon. Sehr gut. Ganz ruhig jetzt. Hier dürfte noch irgendwo einer sein. Sergeant. Alter. The fuck. Hui. Nein, nein, nein. Du hast niemanden gesehen, oder? Du kommst auch nicht hier hin. Nein, musst du nicht. Mm-mm. Dreh dich einfach um. Dreh dich einfach um. Komm schon. Wobei, ich könnte ja auch einfach mal so ein Baseball... Na, Angel. Ernsthaft. Okay. Tschüss. Weiter, por favor. Das war aber ein knappes Höschen jetzt. Waren das alle? Zeit diesem Wissenschaft. Bin unterwegs. Okay. Alles klar. Sagt er, weißt du? Fass ja nicht, ey. Wir dürfen die ganze Scheißarbeit machen und die kommt dann hinterher erst. So. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Vielleicht hier oben? Hier haben wir auf jeden Fall einen hübschen Heli. Hallo? Teile nehmen, danke sehr. Dich können wir aber nicht fliegen, oder? Oder? Wir können das Ding fliegen! Wie geil! Wo müssen wir denn? Müssen wir hier runter? Ja, da unten müssen wir hin. Autsch, sorry.
So, dann gehen wir mal hier rein. Was? Tagtäglich arbeiten Präsident Anton Castillo und das Volk von Yara hart daran, Viviro herzustellen und zu verpacken. Es ist der Schlüssel zum Paradies. Natürlich. Wenn du das sagst, Anton. Unfassbar. Oh, wie du, weißt du? Krebs ist verheerend für die Erkrankung. Jetzt reicht's. Sorgfältig geschriebene Nachricht. Produktionsoperation verbessern. Kapazitätsauslastung steigern. Effizienz steigern. Bau neue Anlagen zum Erreichen der gewünschten Produktionsraten. Investitionsausgaben? Verschlanken ohne Qualitätsverlust. Ja. Haben wir wieder irgendwas gefunden? Ja, was machst du eigentlich hier an der Wand? Hä? Kann man euch eigentlich... Ne, kann man... Die Bilder kann man nicht abreißen. Ah, guck mal hier. Wie heißt er? Diego, ne? Diego, der Sohn von Anton. Ach ja. Der arme Diego. Was denn? Ach, das sind die Wissenschaftler. Okay. Mhm. Bleib mir vom Leib! Ja, verdammt! Mit einem Monitor. Auch nicht schlecht. Mierda ist richtig. Du siehst scheiße aus, Hermanito. Alejandro Montero. Was, der Bruder? Wir waren die ganze Zeit hinter deinem Bruder her? Wer verdammt bist du? Warum hast du das nicht gesagt? Alejandro, komm. Wir gehen nach Hause. Mete pal carajo. Ich glaube, du hast keine Wahl. Ale. Suéltame. Cojone. Pasa. Oha, okay. Okay. Der Scheiß, Sandro! Ich gehe nirgendwo hin. Geschwisterfight. Ich hab's dir damals gesagt und ich sag's dir jetzt. Ich glaube an Castillo. Ich glaube an Viviro und José. Er setzt die Vision um. Napoleon el Pequeño ist ein Sklaventreiber. Er ist total verrückt. Das sagt die Person, die mich entführen will. Du trägst einen anderen Namen, eine andere Uniform, aber du bist noch ein Montero. Und Papa hat immer noch eine Machete im Arsch. Und du rennst immer noch durch den Dschungel, als wärst du fünf. Außer, dass du jetzt Leute umbringst und dich, wie war das, Speer nimmst? Das Schwert. Wow, clever. Was? Willst du mich jetzt abstechen? Ich glaube nicht. Papa ist krank. Ist mir egal. Papa hat mich längst aufgegeben und das weißt du auch. Alejandro. Was soll das denn? Familie ist scheiße, oder? Ja, so sagt man wohl. Wir sollten uns trennen. Kein Wort darüber zu Papa. Okay. Gut, dann nicht. Was hat das dann hier gebracht, ehrlich gesagt? Was soll das denn? Ich hoffe, es gibt XP. Blutsbande. Einsatz abgeschlossen. Sehr schön. Immerhin das. Ja. 150 XP. Vielen Dank. Ist jetzt nur die Frage. Oh, hallo. Wir sind ganz in der Nähe. Was bist du? Ein FND-Depot. Da müssen wir hin. Da, was? Da unten? Ach so, da hinten geht's runter. Ja, dann gehen wir da hin. Kein Problem. Hola. Hä? Hola. Alles gut? Sie. Hab mich nie dafür bedankt, dass du mir mit Handel geholfen hast. Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. So, gerade mal zwei Minuten her. Wenigstens weiß ich jetzt, was wirklich Sache ist. Ich hätte befürchtet, du hilfst mir nicht, wenn du wüsstest, dass mein Bruder Soldat ist. Ein Verräter. Ja, das stimmt. Aber trotzdem Familie. Komm bald zurück ins Lager. Es gibt noch mehr Arbeit zu erledigen. Genauso machen wir das. So, aber was ist denn da los? Wer ist das? Oh, das ist einer der Arbeiter, ne? Und der ist... Oh mein Gott. Oh, schön. Kannst stolz sein auf dich. Sanitäter. Sanitäter gibt's ja also auch. Ich will nur an die Kiste. Wo ist diese Kiste?
Kiste ist. Die dürfte da unten sein. Da ist die Kiste. Wollen wir einfach jetzt runter? Tschüss! Diese Machetenkills, ne? Die sind. Oh, die sind schon grenzwertig. Sagen wir mal so. Die sind sehr grenzwertig. Vielleicht kriegen wir das ja auch ohne Blutvergießen hin. Wohl nicht. Sorry. Jo, das war nicht so gut. Fuck. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht die Kavallerie rufen, bitte. Na, macht dir das immer noch Spaß? War's das? Wo kam die Granate eigentlich her? Ich glaube, das war es tatsächlich, oder? Pesos haben wir bekommen, wunderbar. So, was ist mit dir? Bist du frei? Sie scheint glücklich zu sein. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. So, die Medizin nehme ich mit. Ihr braucht ja hier nichts mehr von dem Zeug. Oh, so ein geiler Buggy. Ja, ist ja gut, habe ich gern gemacht. Den Buggy nehmen wir gleich mit, aber ich will natürlich erstmal die FND-Kiste. Weil da ist immer irgendwas Cooles, Interessantes drin. Und diesmal ist drin Schießpulver. Ja, okay. Ist jetzt doch nicht so. Aber hey. Können wir gebrauchen, wenn wir denn Dinge herstellen möchten. Das ist wichtig. Und wie gesagt, wir wollen eine Menge Sachen herstellen. Ja, ist ja gut. Du kannst auch abhauen, ne? Ich würde gern hier hin. Ja. Was ist das denn hier? Schmuckschatullen. Erstmal hier und dann holen wir uns den Diamanten. Und das machen wir mit dem Buggy. Ich freue mich. So, let's go. Kann ich hier durch? Ja, ne? Ich probiere es mal. Das wird nicht gut enden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war ein Zaun. Zu spät gesehen. Mit dem Buggy zu fahren ist schon... Das ist schon gewagt. Sagen wir es mal freundlich. Ein Schmuckschatullchen. Steht hier einmal draußen rum. Eine Sprühdose. Da war eine Sprühdose drin. Was zum Henker. Sag mal. Ach so. So, da ist noch ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen. Sag mal direkt mal hin. Was ist das? Oh, das ist eine Kollegin. Was? Was ist denn jetzt passiert? Unser eigener Buggy ist über uns gefahren, oder was? Wir überleben den krassesten Krieg, weißt du? Wir überleben den krassesten Krieg ever. Und dann sowas. Und dann werden wir einfach von so einem scheiß Buggy überrollt. Von unserem eigenen Buggy auch noch. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen. Ich bin, ja. Hier würde ich gerne hin. Wow. Das ist, ja. Unser Auto. Ich brauche unser Auto. Du bist nicht nah genug an einer Straße dran. Na los, komm schon. Ist das hier eine Straße? Ja, ne? Ja, aber das ist Feindgebiet hier. Das ist nicht gut. Wer hat uns denn jetzt gesehen? Oh mein Gott. Ist ja gut, Freunde. Beruhigt euch. Beruhigt euch! Hier kann ich durch.
Was willst du denn? Wo ist denn der? Da. Cool, Treffer. Mach das nicht. Si, 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 vamos. Ruhe. Ich ruf mal unseren Wagen. Ich muss nämlich hier weg. Ja, ja. Hör auf zu hupen, ich seh dich. Nicht hupen. Tu's nicht. Steig aus. Wolltest du das hier? Gute Wahl. Sehr nett von dir. Hau ab jetzt. Vielen Dank. Sag mal, warum dauert das immer so lang? Wenn ich auf der Flucht bin, ne? Wenn ich irgendwann auf der Flucht sein sollte und dieses Auto hier rufe, das wird uns nicht helfen. Das wird uns null helfen. Gott. Okay, wir sind der beste Autofahrer aller Zeiten. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Das sieht nicht richtig aus. Ich fahr mal hier rüber. Das ist Wasser, ne? Scheiß drauf. So, tschüss. Was? Du stehst hier ganz gut. Das ist okay. Oh. Kann man hier angeln? Kann man nicht, ne? So, ich guck mal, ob wir hier irgendwie hochkommen. Vielleicht ist das ja möglich. Irgendwo wird es hier doch die Möglichkeit geben. Gibt's nicht? Wir sollten vielleicht die Waffen einstecken. Schau mal hier. Perfekt.